Diese Tabelle hier zeigt einmal einige der fundamentalen Parameter oder Charakteristika von Chondriten. Und es ist ganz gut, davon so eine gewisse Idee zu haben. In der ersten Spalte hier sind zunächst die verschiedenen Chondritgruppen aufgelistet, außer die ungruppierten. Also hier oben, das sind die kohligen Chondrite oder Carbonaceous Chondrites, dann die gewöhnlichen Chondrite oder Ordinary Chondrites, dann hier die Enstatit-Chondrite und anschließend folgen noch die Homorotis und die Kakangaris. In der zweiten Spalte, was mal ganz interessant ist und man nicht so im Detail kennen muss, ist die Namensgebung der verschiedenen Chondritgruppen. Und bei den kohligen Chondriten werden die verschiedenen Gruppen nach Typ-Meteoriten benannt. Also bei CI zum Beispiel nach Iwuna, bei CM, also C immer für Carbonaceous natürlich, bei CM für Mergers und Mikkei, O, Ornon und so weiter. Bei den gewöhnlichen Chondriten sind es keine Typ-Meteorite, die namensgebend sind, sondern wie viel Eisen da drin ist. Also viel Eisen, High Iron, wenig Eisen, Low Iron, wenig Eisen und wenig Metall. Und tatsächlich bei den kohligen Chondriten gibt es auch eine Gruppe, die ähnlich oder entsprechend benannt ist, das sind die CH-Chondrite. Da steht das H nicht für Typ-Meteorit, sondern auch für High Iron. EH und EL sind wieder High Iron, Low Iron und Romoruti und Kakangari entsprechend nach deren Typ-Meteoriten wieder. Da schließen sich dann die tatsächlichen Parameter an, hauptsächlich petrographische Merkmale. In der dritten Spalte hier also die Häufigkeit der Chondren. Und Chondren gehören mit der Matrix zusammen zu den beiden häufigsten Komponenten in Meteoriten. Und dementsprechend sind auch die Chondrenhäufigkeiten oftmals komplementär nahezu zu den Matrixhäufigkeiten. In kohligen Chondriten sind die Chondrenhäufigkeiten oftmals so rund um 50%, so als erste Näherung. Das gilt für CI-Chondrite nicht. Die bestehen praktisch nur aus Matrix, also hier bei 99%. Bei den anderen sind es immer so rund um 50%, wie man hier so sehen kann. Ausnahmen sind zum Beispiel CK und CM-Chondrite. CK-Chondrite, die wurden thermisch einigermaßen metamorphisiert, die sind oftmals von petrologischen Typ 4 und höher. Und wahrscheinlich wurden dabei auch Chondren zerstört, deshalb sieht man jetzt weniger. Also möglicherweise war auch der Anteil in CK-Chondriten hier höher. Bei CM-Chondriten, die sind oftmals stark wässrig alteriert, da könnte es auch sein, dass einige Chondren zerstört worden sind dabei. Die CH-Chondrite haben einen hohen Anteil an Chondren, die CH-Chondrite sind aber in vielen Aspekten ungewöhnlich, also gerade darin, zum Beispiel in diesen petrographischen Aspekten, aber auch in ihren Chondren, die sie enthalten und so weiter, was jetzt hier nicht geht. Wie gesagt, entsprechend in etwa komplementär die Matrix, die dann auch 50 oder ein bisschen mehr Prozent hat. Also hier, wenn man guckt, CM 20 und 70, also zusammen 90, CV 40 und 45, zusammen 85. Also Chondrenmatrixen zusammen immer so vielleicht rund um 90 Volumenprozent. Der mittlere Chondrendurchmesser in den kohligen Chondriten schwankt zwischen vielleicht so etwas wie 300 Mikrometer und vielleicht 1 Millimeter oder 900 Mikrometer. Diese sehr kleinen Chondren in CH-Chondriten sind wiederum eher ungewöhnlich. Also 20 Mikrometer, das ist was, das man normalerweise nicht findet. Aber sonst sind sie ungefähr in den Bereichen. CO sind sie noch ein bisschen kleiner. Wobei auch ein CM ist das vielleicht ein bisschen veralteter Wert. Also das könnte auch eher vielleicht 150 Mikrometer sein. Dann die CAIs, Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse, haben auch sehr geringe Häufigkeiten. Was daher kommt, dass Calcium und Aluminium als Elemente sehr selten sind. Die haben ungefähr eine Größenordnung weniger, deren Häufigkeit ist eine Größenordnung weniger als Magnesium und Silizium und entsprechend ist auch deren Häufigkeit ungefähr eine Größenordnung geringer. Noch ein bisschen geringer, weil natürlich Calcium, Aluminium auch in Chondren und in der Matrix vorkommt. Und entsprechend sind dann, wie gesagt, die CI sehr selten, am häufigsten in den CV-Chondriten mit knapp 3% oder vielleicht 4%. Die Zahlen schwanken da ein bisschen. Ansonsten meist unterhalb von 1%, ja, vielleicht mal 1,2% zu Volumenprozent.
Die CI-Bestimmung, die Häufigkeit ist auch nicht ganz einfach. In der Regel ist es unter einem Volumenprozent bis auf die CV-Chondrite. Und schließlich das Metall. Metall ist meistens unterhalb von 5 Volumenprozent. Eine Ausnahme ist hier einmal CR, da ist ein bisschen mehr drin. Und dann eine sehr klare Ausnahme, die CH und die CB-Chondrite. Aber die sind charakterisiert durch ihr vieles Eisen. Und wie gesagt, die sind eigentlich auch eine ungewöhnliche Gruppe. In der Regel eher so unter 5 Volumenprozent. Also Chondrit und Matrix sind kollidenen Chondriten vielleicht 50-50. CRIs meist unter 1 und Metall meist unter 5%. Das reicht dann eigentlich. In den gewöhnlichen Chondriten sieht das Bild etwas übersichtlicher aus, also Chondren vielleicht 60-80%. Das gleiche sieht man in Enzatit-Chondriten und Matrix vielleicht zwischen 10-15%, sehr ähnlich wie in Enzatit-Chondriten zwischen 2-15%. Also auch hier Chondren, Matrix sind die häufigsten Bestandteile. Chondrendurchmesser steigen leicht an von 300 bis 900 Mikrometer, von HL bis LL. Die CRIs sind extrem selten. Meist eher bei 0,1 ist schon sehr optimistisch. Das ist meist eher deutlich unter 1 Volumenprozent. Das gleiche in Enzatit-Chondriten und auch in Rumorutis und Kakangaris findet man nur sehr selten CRIs. Metall ist, der Metallgehalt sinkt von H über L zu LL. Das ist auch intuitiv irgendwie einleuchtend, dass in den Low Iron weniger Metall drin ist. Das muss aber nicht so sein, wie man in EH und EL sieht. Das kommt einfach daher, weil die auch sehr viel Sulfid haben können. In EH kommt auch sehr viel Sulfid vor. Deshalb ist zwar das Metall geringer durch den hohen Sulfidgehalt, der jetzt hier nicht aufgeführt ist, würde man dann aber wohl über die 15% von EL kommen, wo eben weniger Eisen drin ist. Und in den bei den Rumorutis und Kakangaris ist es nochmal ähnlich in den kohligen Chondriten. Das heißt, Chondren und Matrix sind nicht wirklich 50-50, aber doch sehr viel ähnlich in ihren Häufigkeiten gegenüber gewöhnlichen oder Endzeit-Chondriten. Da sind ganz klar mehr Chondren drin und deutlich weniger Matrix drin. In Rumorutis und Kakangaris ist es eher ausgeglichen. Chondrendurchmesser zwischen EH und EL steigen auch zu den von EH zu EL an, ähnlich wie bei den gewöhnlichen Chondriten, und in Rumorutis und Kakangaris haben wir Chondrendurchmesser, die relativ ähnlich sind. Könnt ihr auch insgesamt angucken, also Chondren sind meistens deutlich häufiger als Matrix generell. Chondrendurchmesser sind meist unterhalb von einem Millimeter, es gibt Makrochondren bis zu Zentimeter, aber das ist nicht so wichtig. Metall ist meistens so 5 plus minus ein paar Prozent. Und CRIs in der Regel sehr selten, bis auf die CV-Chondrite. Und wenn man das weiß, dann reicht das eigentlich schon. Und dann vielleicht noch so Zusammenhänge kennt, wie warum sind CRIs wenig, weil eben wenig Calcium-Aluminium vorhanden ist, dann ist es das, was man eigentlich hier wissen sollte und genügt dann.